Hallo, Ali hier. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Might and Magic World of Xeen. Wir befinden uns wieder im Keller von Schloss Alamar auf der Suche nach irgendwelchen Hinweisen, wie wir dem, ich will schon wieder Krodo sagen, wie wir diesem einen komischen Typ dabei helfen können, Sheltem zu besiegen. Ach ja, da ist ja schon wieder einer. Komm mal her. Ja, komm, lass dich knuddeln. Ich hab dich auch lieb. Jetzt kommen noch ein paar Autobots um die Ecke. Also ich bin ja immer für die Decepticons gewesen, ne? Deswegen habe ich kein Problem damit, den Autobots jetzt einen überzubrezeln. Energieschlag. Reicht nicht. So, wir haben Statue 1. Auf der Tafel. Ah! Warte mal, das Papier. Ich hatte hier doch. Ich hatte doch für dieses glorreiche Rätsel, wofür ich eigentlich mir nichts hätte notieren müssen, extra den Block hier hingelegt und jetzt ist der Stift davon weg. Das ist bestimmt der Weg, den wir gehen müssen. Ne? Von Feuer auf Erde, dann auf Wasser, auf Luft, auf Erde, auf Feuer, ne? Da, wo wir vorhin einmal durchgefallen sind. So. Ich weiß, das steht nachher in den. Jetzt habe ich das weggedrückt. Das steht nachher in den Notizen bestimmt auch drin, aber das hilft mir ja nicht weiter. Da müsste ich da ja immer nachgucken. Also. Ah. F. Es tut mir leid, ich muss mir das notieren. F, E, W, L, E, E, F, F. Kenne ich aus dem FF, wa? W, L, E, F, W, L, E, F, L, W, E, E, W, W, E, F, L, W. So, ihr habt das jetzt alles nachverfolgt und seht bestimmt, ich habe irgendwas vergessen oder doppelt. Und ich merke es dann nachher, wenn ich irgendwo runterplumpse. Noch eine Tafel zum Lesen. Alamar ist nicht nur ein weiser und gerechter Herrscher, er hat auch Sportsgeist. Alamar lässt großzügigerweise jedem Gegner die Chance, ihn zu besiegen, indem er Hinweise hinterlässt, wie man seine Verteidigung umgeht. Aber wisset, o Feinde von Alamar dem Guten, dass Alamar die Fehler seiner Gegner genießt, besonders wenn sie kurz vor dem Erfolg stehen und ihr werdet Fehler machen. Ja, haben wir schon. Wir sind da schon runtergefallen und wir haben uns auch groß Aua gemacht. Aber was sollet? Wo kommt ihr jetzt her? Ach ja, Britzel, Britzel. Und ich finde das mit diesen Miniguns hier immer noch klasse. Energieschlag reicht immer noch nicht. Kleine Überladung im Autobot hervorrufen. So, nach da unten die Treppe gehen wir noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob die irgendwas bringt. Ich möchte mich ehrlich gesagt erstmal ein bisschen hier umgucken. Vielleicht ist hier noch ein Tipp für eine darauffolgende Ebene oder sowas. Es gibt bestimmt mehr oder weniger Möglichkeiten. Also es gibt bestimmt noch ein paar Fallen mehr. Und die wollen wir natürlich auch dann schnellstmöglich schaffen. Nicht den Energieschlag. Den Tageszauber. Der Tag ist um. So ein Mist aber auch. So, da ist es leer. Hallo, böse Maschinenroboter? Dose, wer will suchen? Such mal. Schlüssel zum Drachenturm. Ein Drachenturm? Zugriff verweigert, du hast nicht die richtige ID. Hä? Keine Ahnung. Oh. Hä? Wasser ist kühl und erfrischend. Hä? Wollt ihr denn? Ist das? Das ist diese Shangri-La, wo wir uns, ja, unfreundlicherweise hingeportet hatten.
Und das hat eine Verbindung. Also das ist dann wohl die einzige Verbindung zwischen den Welten, die es gibt. Das heißt, also die abgesehen halt von den Pyramiden. Da ist dann also der Sohn des Königs von den Klotz wohl durchgelaufen, durch den Dungeon, ist auf Shangri-La gestoßen und dann auf der anderen Seite wieder runter. Also dann hierhin. Wenn er dann direkt auf Alamar gestoßen ist, ist es ja kein Wunder, dass es heißt, dass Lord Xin ja der Laufbursche von Alamar war. Ne? Irgendwas kam man ja im Abspann, ne, von Claude, hier, ihr habt zwar Lord Xin besiegt, aber seinen Meister werdet ihr nie besiegen, bla 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 bla. Okay. Die Bewegung ist auf Feuer. Aua. Dann auf Erde. Dann auf Wasser. Dann auf Luft. Dann auf Erde. Dann nochmal auf Erde. Auf Feuer. Auf Feuer. Auf Feuer. Auf Wasser. Auf Luft. Auf Erde. Auf Feuer. Auf Luft, auf Wasser. Auf Erde, auf Erde. Auf Wasser, auf Wasser, auf Erde. Auf Feuer. Auf Luft, auf Wasser, auf Land. So, du hast dein eigenes Leutsignal, das von dem Waldläufer behalten wir noch, damit wir zum Pharao zurückkommen. Leutsignal zaubern, setzen. Ich möchte hier dann nämlich nicht nochmal durchmogeln. Da wir gerade so viel Lava abhatten, können wir hier noch einmal ein Nickerchen machen. So, Tageszauber. Tagesschutz. Eine Stimme bellt, kommt zu mir. Gerne. Komm zu mir. Ja, ich bin es. Du kannst mir nicht entkommen. Doch ich kann. Dieses Mal bin ich bereit. Dies wird dein letzter Kampf. Ich werde siegen. Gib endlich auf, Korak! Nein, dies ist ein Ende. Fahr zur Hölle. Was? Nein! Nein! Also ich finde, schönes Ende, auch wenn wir diesmal bei dem Endgegner ja gar nichts zu tun hatten.
Also für damalige Verhältnisse und im Vergleich zu dem, was wir uns da im vorherigen Teil für ein Outro, wie auch immer man es nennen mag, angucken dürften, fand ich das grandios, auch wenn ich sagen muss, das ist wahrscheinlich auch wieder so ein Synchronisationsproblem. Es klingt akustisch von den Leuten immer so ein bisschen extrem gekünstelt, schlecht, wie auch immer, aber egal. Also mir hat's, ich fand's schön. Sag ich jetzt mal. Und ich finde es schön, dass ich das jetzt auch noch geschafft habe. Und da mir das ja mit dem Haustier überhaupt nicht, also mit den Tribbles, wie ich ja jetzt weiß, mich das ja sowieso so aufgeregt hat, habe ich jetzt sogar noch vor dem Urlaub Alamar besiegt. Ja, und jetzt heißt es. Achso, ich soll eine Taste drücken. Okay, Abenteuer, ich habe das Spiel in Schlossblick gespeichert. Die World of Xeen braucht euch noch. Ladet den Spielstand und besucht mich in der großen Pyramide. Ja, das machen wir nämlich jetzt auch, denn die Welt of Xeen muss ja noch erstellt werden. Und er wird jetzt wahrscheinlich hier das überspeichert haben. Ich wäre jetzt auch gerne für ein Multimillionen, Geschenk, weil wir müssen doch so viel trainieren. Ah, ihr wärmt mein Reptilienherz. Ihr habt die Welt vor Sheltem gerettet und die andere Seite von dieser Lord Xeen-Kreatur befreit. Nun, mit dem Würfel und dem Zepter in den Händen und den Feinden vernichtet, ist die Vereinigung von Xeen in Sicht. Alles, was ihr noch tun müsst, ist die vier Maschinen in den Ecken auf der anderen Seite der Welt zu aktivieren, die Elementschläfer auf dieser Seite zu wecken und den Weg zur Wolke über dem dunklen Turm zu öffnen. Prinz Roland und Königin Kalindra werden dort heiraten. Oh, das erinnert mich. Habt ihr schon Prinz Roland aus Sheltems Dungeon befreit? Wenn nicht, dann solltet ihr euch auch um diese Kleinigkeit kümmern. Der Prinz sollte schon frei sein, bevor er heiratet. Meint ihr nicht? Und nun macht euch auf den Weg. Viel Glück. Ach, und wir haben immer noch kein Geld. Ich bekomme doch noch. Da, ich laufe doch jetzt nicht hier durch. So, warte mal, also ich. So, irgendwo in Alamas Dungeon. Das würde ja bedeuten, irgendwo unter Festung Alamar. Ja, komm mal her, du kleiner Gammagaffer. So, ja. Noch ein paar. Ja, komm her, du Lava-Bewohner. Das ist mir jetzt auch ich. Neu. Sprung. Ein Sprung müsste ja, glaube ich, reichen. Sprung. Okay. Zaubern. Na, ja, ich laufe natürlich wieder in die Lava. Nochmal reingedreht in die Lava. Und rein. Und jetzt in dem Dungeon. Der Dungeon ist hier unten. Es das heißt bestimmt, ja, brauche ich dafür diese ID? Bestimmt. Und woher bekomme ich diese ID? Weiß auch keiner. So, nee, hier war es ja nicht. Die Hebel hatte ich hier umgelegt, damit die Türen sich hier überhaupt erst öffnen. Und jetzt muss ich da. Zugriff verweigert, du hast nicht die richtige ID. Ich weiß nicht, was für eine ID du meinst. Aber hier irgendwo muss es doch. Und hier ist der Dungeon ja vorbei. Aber mich interessiert das jetzt mal. So, das ist auf alle Fälle. Da vollkommen andere Lava. Muss das jetzt. Clouds, also die andere Seite der Welt sein. Also wenn ich mich jetzt nicht zu sehr irre. Oder? Ja. So, ich möchte hier jetzt gerne mal durch. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht total unnötig. Ich weiß auch nicht, wo ich rauskomme. Ich möchte das jetzt nur gerne mal prüfen, da ich bezweifle, dass hier jetzt der Roland versteckt ist. Vor allem, da ich hier das erste Mal auf irgendwelche Teufel treffe, auf Riesenmäuler mit Glubschaugen. So, Sprung und Sprung und Sprung.
Ja, das sieht aus, als wären wir hier auf alle Fälle in den Clothes. So, wie macht man das denn jetzt hier am besten? So, Sprung und Sprung. Ja, Jump'n'Run-Elemente in einem Asbach-Uralt RPG Dungeon Crawler Schlag mich tot Dingens. Tagesschutz und Tageszauber und da muss ich gleich den Sprung bestimmt wieder ausgraben. Oder ist das jetzt hier mit der Lava endlich vorbei? Es geht eine Ebene höher. Kriegt man warme Füße. Ich frage mich ja, wie man hier normalerweise reinkommt. Also wir hatten uns ja erstmal, da hatte ich ja auch zugegeben, da ich ja die ganzen Talente wieder bräuchte, uns nach Shangri-La so geportet. Und jetzt so nochmal. Okay, das macht jetzt auch alles Aua. Gibt's ja auch ein Ende? Ach, wir sind so imba. Wir können auch über Lava fliegen. Was ist das? Ich löse hier irgendwas aus. Ich weiß aber nicht was. Ich drücke hier einfach mal überall drauf. Ah, und dann kommt da. Ah! So rum läuft das also. Da ist natürlich klar, wir kommen jetzt von der falschen Seite. Da können wir natürlich die Knöpfe nicht drücken, ne? Daran macht man sozusagen sicher, dass man sich halt nicht da mehr oder weniger hinschummelt. Zaubern und. Ach ja, du komischer Dämon, Teufel, schlag mich tot. Ja, also. Oh, Kisten. Nein. Och, Menno. Ich möchte Geld haben. Nein. Ach, nichts gönnen die uns. Gar nichts. Nicht mal eine Kiste da, die ich öffnen sollte. Da. Ja, die. 90.000. Es entwickelt sich. Ich muss das Geld nur unbedingt behalten, weil, wie gesagt, ich muss dafür eine Diamant-Edelstein-Sammelfolge irgendwie einlegen, die ich dann halt beschleunige, weil ich das als derzeit einzige Möglichkeit ansehe, an das benötigte Kapital zu kommen, damit sich die Leute überhaupt noch weiterentwickeln können. So, Sackgasse geht aber nach oben, das ist gut. Alles, was nach oben geht, ist klasse. Alles, wo wir in Lava stehen, ist doof. So, du komisches Lavavieh, du hast uns schon mal ewig gekostet. Jetzt reichen drei Salven mit Pfeilen. Und dafür stehen wir jetzt hier im Nichts. Ich gehe da trotzdem noch mal rein. Denn das geht hier oben ja auch noch weiter. Ich weiß, ich bin so lebensmüde. Geht's nicht. Da ist doch was. Da auf der anderen Seite. Oder kommen wir von da? Ja, wahrscheinlich, ne? Brenne ich mir auf den Fellbergen hier auch die Füße weg? Nein. Okay, wir sind also, man sieht es klar und deutlich. Was ist hier? Lager der Orks, das vernichten natürlich 1000 Erfahrungen. Yeah, die machen uns jetzt reich und der Messer, das Messer und so sowieso. Wie? Was? Ein Ork? Also, in der Theorie brauchen wir 250.000 Goldstücke, um dem Herrn der Diamantenberg, wie auch immer der hieß, milde zu stimmen, um die ganzen Sachen wieder zu reaktivieren, dass wir wieder buddeln können. Diese 50.000 werden wir bestimmt auch irgendwo irgendwie zusammenkriegen. Und wenn man noch mal irgendwo irgendwie einen Mist verkauft. Ich weiß es noch nicht was. Wir müssen ja, wie gesagt, diese 50.000 noch irgendwie rankriegen. Aber das schaffen wir. Das ist aber wirklich jetzt eine Sache, ja, ich jetzt allemal jetzt geschafft habe. Wow. So weit war ich noch nie. Denn so weit war ich ja wirklich noch nicht. Ich hatte ja schon mal gesagt, ich habe ja Darkseid schon mal gespielt, ne? Also nie durch. Wie gesagt, ich glaube, ich hatte bei Sch ich wusste noch, dass Kalindra irgendwo in einem Keller liegt
und halt mit Wasser. Das muss ich sagen, wusste ich noch. Ich habe sie da aber nicht rausgeholt. Das heißt, ich hatte noch nicht die Ebene erreicht mit dem... Also ich war dort vorher, bevor ich überhaupt den Singvogel aus dem den verlorenen Seelen da hatte. Weil ich war im Level dort auf alle Fälle niedriger. Und wenn wir an diese Gorgons denken, die hätte ich mit einem niedrigeren Level wie 45 oder 50 oder was auch immer ich dem entgegengetreten bin. Wir haben es ja bei dem einen Kampf gesehen, der fast eine Viertelstunde dauerte. Das hätte ich mir in dem Alter, wo ich das gespielt habe, wohl nie angetan. Das Spiel hat mich damals sowieso so extrem gefrustet. Ja, also es war jetzt sehr viel. Ich bin froh, dass ich das nach all den Jahren jetzt endlich mal geschafft habe und dass ich natürlich im Rahmen des Let's Plays bedachte, ich hole mir den anderen Teil da auch noch für, um halt die World of Scene zu haben und ich jetzt noch weitere stundenlang Spielspaß haben werde. Ich glaube, das müsste jetzt auch Folge 72 sein, die schon wieder zu lang wird, aber aufgrund des schönen Outros, das wir da hatten zu dem Finale, ist es das natürlich auch wert, wenn man jetzt die Folge ein bisschen länger macht. Beziehungsweise, ich habe sowieso immer so komische Folgenlängen. Ach, egal, bevor ich mich jetzt hier ganz verquatsche, sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denn. Tschüss.